Paprikator. Platzier mal. Es hätte wahrscheinlich auch bloß ein Fundament gereicht, weil das andere ragt drüber. Sonst ist es egal. Egal. Das ist schöner. Ich platziere den jetzt hier hinten. Ja. Da ist er. Unser erstes hochtechnisches Gerät. Wahnsinn. Geh da direkt mal rein. Waffen. Ball aus erstarrtem Gas, 400 Stück. Elektronik 120. Was sind das überhaupt? Das ist eine Ladungslampe. Okay. Schusswaffen. Pumpgun. Netzschießer. Nee. So heißt er nicht. Ich weiß nicht, wie der heißt. Harpune. So, einfach nur Harpune. Das Netzteil kannst du im Inventar oder an der Werkbank herstellen. Das Netz ist nur die Munition. Die Frage ist bloß, ob ich die Harpune überhaupt schon... Harpunenschleuder. Harpunenschleuder. Wird hergestellt in der Werkbank. Im Internet habe ich was von... Toll. Super. Ein Hoch auf die Technik. Ist schön, wenn Seiten nicht aktualisiert werden. Schön. Oh, wie schön. Okay, dann kannst du das ja herstellen. Dann muss man sehen. Chitin muss aus dem Schrank nehmen. Dann brauche ich Obsidian, Polymer und Zement. Ich möchte jetzt mal Bogen, Kompositbogen. Wenn ich jetzt immer hier bin, weil der ist am Fabrikator. Vielleicht habe ich das auch bloß durcheinander gebracht. Kann sein. Ich brauche 95 Polymer. Gib mir jetzt mein Polymer. Gib mir mein Polymer. Wir brauchen keine Harpune, wir brauchen mein Polymer. Ich guck erstmal hier rein, was wir hier so drin liegen haben. Das hier ist Öl. Das hier ist Elementstaub. Das ist Elektronik. Das ist Lehm, Zement. Ich brauch ja dafür Chitin. Chitin haben wir ja gerade verbraucht, ne? Polymer gibt's hier nicht. Chitin haben wir noch 317 hier. Was ist denn das? Achso, ich habe gerade Obsidian für das Ding reingelegt. Für die Harpune? Ja. Da brauchst du auch noch 54 Zement. Polymer. Zement. Polymer. So, ich kann hier 74 herstellen. Also reicht's nicht aus, so ein Mist. Okay. Warum? Ja, weil der Bogen dachte ich auch was braucht. Achso. Hier sind auch noch die Chitin. Keratin haben wir. Haben wir jede Menge. Achso, dann nimm ich. Lass mich mitnehmen. Keratin 2. Hier ist noch was. So. Das Polymer. Ist Polymer. Wo kriegt falsches. Man denn Polymer her? Von den Elektronik-Dinos. Dann legen wir erstmal das noch mit hier rein. Müssen wir so koordinieren, nicht, dass wir jetzt hier alles mögliche verbauen und dann können wir nicht mehr. Also Fasern, Holz, Leder, Metallbach und Obsidian. Polymer haben wir wohl noch gar nichts? Da muss man Polymer sogar herstellen. Polymer. Kann man das hier in Gramm finden? Polymer. Wird hergestellt im Fabrikator. Wir brauchen doch den Fabrikator. Achso, brauchen wir den doch dafür. Weil es zwei Obsidian und zwei Zement. Achso, okay. Also 60, ne? 60, genau. Brauchen wir... Wir müssen erstmal koordinieren, was brauchst du? Dass wir jetzt alles Mögliche herstellen und dann fehlen uns dann wieder Zutaten. Zement... Du koordinierst das, ne? Ich halte mich einfach mal zurück. Ja, das ist gerade alles hier ein bisschen durch die verschiedenen Menüs. Aber hier brauche ich 95 Polymer und auch Zement. Wir machen erstmal bloß die Harpunen und dann sehen wir, was übrig ist. Also wir brauchen 30 Polymer, ne? Genau, also 60 von jedem. Haben wir Zement noch? Ach, Stein. Okay. Ich habe noch Stein, okay, ein Stein. Lass mal ein bisschen Stein. Lass mal ein bisschen Zement herstellen. Hier habe ich noch 34 Steine. Obsidian und Zement war's. Obsidian liegt in der Werkbank. Genau, den nehme ich mal mit. Obsidian ist hier unten. Und dann gehen wir mal nach hinten raus. Und dann stelle ich erstmal die 60 Polymer her. Um erstmal wenigstens das zu haben.
immer noch irgendwas anderes machen. Polymer geht noch nicht, weil ich es nicht reingelegt habe. So, so. Geht nicht. Weil das Ding Strom braucht, oder? Nee, oder? Fabrikator braucht, glaube ich, Strom. Ach so, und wie macht man eine Stromleitung? Vermute ich jetzt. Weil ich habe es ja schon hier. Mit hergestellten Werkbank. Füge hier im Bauplan benötigte Materialien hinzu, maschinell gefertigte Items zu erhalten. Werkbank. Aber nichts von Strom. Also ich würde es nicht wundern, wenn das Ding Strom braucht. Es ist eine Maschine. Metallwasserspeicher, Metallwand. Hier haben wir dann die Stromkabel. Aber ein Stromkabel stellst du doch am Fabrikator her, oder? Wird hergestellt im Fabrikator? Nee, dann kann es nicht am Strom liegen. Das macht ja irgendwie keinen Sinn. So, gehen wir nochmal hier rein. Erlernt hast du es schon, oder? Ja, das sind keine Punkte mehr auszugeben. Ja. Rechtsklick für weitere Optionen. Ich könnte eigentlich, da steht eine 38. Hier kannst du Items maschinell herstellen. Benötigt für den Betrieb Benzin. Ach so. Benzin. Benzin benötigen wir. Das ist so ein altes Benzin-Ding. Müssen wir Benzin finden. Gibt es jetzt hier nicht. Das müssen wir doch nicht etwa jetzt finden, oder? Weil ich finde kein Engramm dazu. Nee, ich auch nicht. Kraftstoff? Och nö. Das ist wieder irgendein... Oder wird da einfach was Öl genommen? Könnte man jetzt ein Benzin herstellen? Aber man muss es herstellen? Ich denke mal nicht am Mörser. Würde mich wundern. Der Werkbank würde mich das auch wundern, aber... Ich bin jetzt gerade ein bisschen wieder überfragt. Ein dicker Tropfen Rohöl kann mit Leder verarbeitet werden, um Treibstoff herzustellen. Ah. Treibstoff. Ja, wer kommt schon bei Benzin und Kraftstoff auf Treibstoff? Ja, dann kommen wir mal hier. Drei. Nee, oh nee. Wird das hier hergestellt? Einfache Schrotpatrone, Treppen. Ich gehe jetzt trotzdem mal in den Mörser. Ich glaub's so nicht, aber man weiß ja nie, was hier alles so los ist. Was sind das hier? Treibstoff. Aus Kaktussaft, Schwefel und Öl. Du musst das Engramm erlernen, bevor du den Gegenstand herstellen kannst. Ja, und jetzt einfach hier. Was auch nicht. Gehen wir nochmal hier ran. Ich nehme einfach mal das Öl mit und leg mal Öl hier rüber. Das geht nicht. Konsumgüter. Medikamente. Was ist das? Das ist Lehm. Schießpulver. Öl liegt da. War da schon doch was von? Hier steht wahrscheinlich nichts, weil hier gibt es ja immer irgendwas nach Stoff suchen. Findet wahrscheinlich alles Mögliche. Da muss ich hier vielleicht wieder alles aktivieren? Ja, hier. Das sind wieder das, weil ich wusste, dass hier von der Island aktiviert ist. Mhm. Jetzt habe ich einen Kram. Aber er wird wahrscheinlich nicht gehen, weil Kaktussaft und Schwefel fehlen. Ein dicker Tropfen Rohöl kann mit Leder verarbeitet werden, um Treibstoff herzustellen. Mhm. Wo wie? Leder. Das überlege ich auch gerade, weil ich habe mir gerade das halbe Öl genommen. Dessen war es plötzlich so wenig. Ja. Ich hab die Hälfte. Ähm,
wie wär's denn? Bist du am Herd? Ach so. Versuch's mal dort. Ob das möglich ist. Ich kann ja auch mal dran gehen, wir können ja bitte hier hin. Einfach reinlegen und anzünden. Kann natürlich sein. Dass man das einfach hier so reinlegen muss mit was nehmen, ne? Stroh oder? Hier ist Stroh. Oh, mal beide Stroh anzünden. Komm, muss warten, ob es was bringt. Hm. Was haben wir denn noch so für schöne Sachen? Stimulanzien, Holzkäfig, Kriegstrommel. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo was, das Insektenschutzmittel, noch ein Gerät, bei dem wir auch was produzieren können, was wir bisher noch nicht hergestellt haben. Hier ist der Schmelzofen, aber Schmelzofen kann ich es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Nee. Das ist eigentlich fast egal, kein Kochtopf oder Schmelzofen, weil es ist aber doch der Schmelzofen, ne? Feuerstelle aus Stein. Ein gemütlicher Kamin wärmt und erhält einen großen Bereich. Okay. Du kannst deins ja gerne mal in den Schmelzofen legen. Hier ist eine Toilette. Hm, hast du auch schon gesehen. Einfache Kugel, Kanonenkugel. Sind wir bei Dünger angekommen? Giftgasgranate? Kann ja durchaus sein, dass es in der Nähe vom Fabrikator ist. Der ist hier. Haben wir noch einen Stromgenerator? So kommt man dann auch an Strom. Ja. Mit einem Stromgenerator, der braucht wahrscheinlich auch wieder Benzin. Benzin wird in Strom umgewandelt. Mit dem Kabel dann wahrscheinlich zu den Geräten. Mhm. Also das kriegt man hin. Hier haben wir dann noch ein Radio. Radio. Aber weiter unten macht das ja eigentlich keinen Sinn. Das ist viel später, irgendwas mit Benzin zu haben. So, ich guck nochmal einen Kochtopf. Ich war gerade zu nah am Kochtopf. Warum? Ich hab gerade gebrannt. Nee, hier passiert gar nichts. Ich gehe davon aus, hier wäre schon was passiert in der Zeit. Also. Ich wundere. Benzin im Schmelzofen! Also ist doch der Schmelzofen. Hier, geh aus, nimm mal Strom mit. 10 Benzin. So, her damit. So. Was wollte ich herstellen? Polymer. 30 Polymer. Stück. 60 Stück. 30. 30 erst nur. Mit Harpune? Ach ja, weil du 60, man braucht 60 Zutaten für 30 Polymer. Genau. So, muss ich den jetzt erstmal einschalten? Ich möchte erstmal bis 30 herstellen. Die Geräusche. Aber wir haben etwas selbst herausgefunden. Oh. Stimmt. Jetzt muss der in irgendein Gerät dann gehen, ne? Ja. Hier ist kalt. Okay, mir ist kalt. Boah, das Ding leuchtet. Hm. Ist doch hier draußen? Achso, ja, hier bist du. Ja, ich guck's mir auch an. Radioaktiv, ne? Und das mit Benzin. Ich muss erstmal was trinken. Ich hab bisher eins verbraucht. Ja, wenn, wenn die 30 fertig sind, werde ich erstmal. Ich fackel an, weil ich hab irgendwie. Ist hier so kalt? Ist bei, kalt, ja. Bei mir ist ein bisschen Schneeflocke. Minus 12 Grad. Vielleicht weil du so nah am Fabrikator stehst mit der Hitze. Also ich hatte gerade einen Eiswürfel. Jetzt habe ich einen Eiswürfel. Haben wir die Kinder? Haben wir Winterklamotten? Das ist ganz schön kalt geworden, ne? Ja, minus 12 Grad. Erstaunlich, okay. So, die sind fertig. Da schalten wir es gleich wieder aus, um Benzin zu sparen. Wir haben die 30. Ne, wir brauchen Obsidian, brauchen wir auch, ne? Mhm. Brauchten wir auch Zement? Mhm. Okay. Bin ich mal gespannt, was jetzt draus wird, weil es haben wir wahrscheinlich zu wenig Zement. Wir haben zu wenig Zement, ja. Ich weiß gar nicht, haben unsere Fackeln eigentlich noch genug Holz?
Erstmal lege ich Obsidian rein, Zement und Polymer. Dann wird hier auf Harpune gegangen und dann brauchen wir noch 37 Zement. Haben wir für Zement noch die Zutaten da? Hier liegen noch Steine. Was brauchst du noch? Chitin. Und Keratin hättest du ja auch noch, oder? Der liegt schon im Mörser. Aber hier liegt ja nicht mehr. Aber liegt auf jeden Fall noch Öl. Nach dem Video wird das neue Spiel total bekannt, Schwertsteinkeule. Das heißt ja nicht mehr Schere, Steinpapier, nein, Schwertsteinkeule. Nein, wir sind da lang gelaufen. In alle Richtungen. In wirklich alle Richtungen.